Das Auto hat ja vorher unsere Oma gehört. Er möchte zum Beispiel, mein Vater wird Oberschenkel gefahren. Er lag dann halt im Hof mit kaputter Oberschenkel, bis sie wiederkam. Gebrochen war es, glaube ich, nicht, aber es ist halt immer noch ein Familienfest wegen so einem Running Gag. Nee, das kam beim Arbeiten. Eigentlich haben wir angefangen mit dem Motor. Für den Motor haben wir einen coolen Krümmer gebaut. Und dann haben wir gedacht, mit dem Krümmer kannst du nicht aufhören. Und dann kam das langsam mit dem Zerschneiden vom Käfer. Dann haben wir gedacht, da bauen wir mal eine Vorderachse rein. Und auf einmal haben wir das Dach abgesägt. Nein, wir wollten zuerst einen Buggy machen. Jetzt wollten wir einen Buggy machen. Ja, wie so ein Beach-Buggy. Und haben dann den Auspuff. Dann haben wir den Auspuff gebaut als Beach-Buggy und dann haben wir ihn ja zersägt. Dann haben wir das Dach weggesägt. Genau. Und haben gedacht, soll dann Buggy sein. Und dann haben wir es wieder draufgelegt und haben gesehen, ey, man könnte auch, das wird auch flacher. Dass es flach werden kann und Hotrod werden könnte. Und dann haben wir ihn direkt zersägt. Und dann ist parallel in der VW-Szene von diesen Radical Bugs dieser schwarze Hotrod auftaucht. Das war genau die Zeit, wo wir das zerschnitten hatten. Ja, ja. Und dann war es eigentlich doch klar, dass es kein Acker-Buggy wird, glaube ich. Ja, dann kam die Idee mit der großen Räder, mit der Vorderachse. Und dann ging es eigentlich auch schon los. Es war 2008 muss es gewesen sein. Und dann waren wir in dem Forum, haben da halt mal so ein bisschen gepostet. Damals gab es kein Instagram und so, du hast halt alles über ein Forum gemacht. Und dann wurde André auf uns aufmerksam. Genau. Haben wir so hin und her geschrieben und uns connected. Und irgendwann hat er dann gemeint, ich glaube dann war Sauerkraut schon entstanden, ob wir nicht den Käfer am Sauerkrautstand vom Maikäfertreffen 2010. 2010 müsste es gewesen sein. Ja. 10. Ja. Ausstellerwolle, genau. Und dann hat man sich halt gleich gut verstanden und waren halt, ja, wir waren jung, wir haben nichts anderes als außer Party im Kopf gehabt und André und die Rest von den Sauerkrauts auch. Und dann haben wir halt da die Nächte durchgefeiert und dann haben wir uns auch gut verstanden gleich direkt. Ja, ja. Alle in der Jugendherberge geschlafen. Da war er eigentlich fertig. Ja. Wir haben daraufhin fertig gemacht. Das war schon ein halbes Jahr vorher, wo er gemeint hat, ja, Maikäfertreffen und so, wie sieht es aus, hättet ihr Lust? Und das hat uns dann halt so den Impuls gegeben, okay, jetzt haben wir einen Termin, jetzt müssen wir... Jetzt muss er fertig werden. Das war eher so ein Side-Projekt eigentlich, dieser Käfer. Und dann hat man mal so dieses... Du hast ja die ganzen Bilder noch. Ja. Am Anfang hat man nur mal so, dann wird das Dach draufgelegt und dann hat man gemerkt, okay, die Heckpartie muss ein bisschen vorwandern und wenn die ein bisschen vorwandern kann, kann der Motor ein bisschen hochwandern. Ja. Dann können wir breitere Räder drauf machen, dann muss dementsprechend von der Proportion her die Achse vorwandern. Ja. Die Seite müsste weiter runterkommen. Genau, die Seite wurde flacher. Ja. Und so hat man das schon so grob, ja, es war noch nicht verschweißt und dann kam eben André auf uns zu und dann wurde halt dann schnell draus. Eine Mission halt, nicht nur so ein Side-Projekt, sondern... Ja, dann muss man Gas geben. Ja. Wirklich stückweise immer wieder mal, wie wir dazukommen sind. Am Anfang ging es natürlich wieder schnell mit dem Auseinanderflexen, das ging schnell. Und Zusammenstückeln. Das Grobe war dann schnell zusammengesteckt, aber wir dann die Feinheiten, gerade im Dach hinter, die Rundungen, alles wieder hinbügeln. Fensterausschnitte, die Ausstellfenster, die Sitze. Innenraum, alles. Wir haben ja an der Bodenplatte ist normal der Motor hinter ist eine Flucht und da sitzt auf so einer Gabel der Motor. Das haben wir 25 cm hoch, um eben keinen Sturz zu haben. Dann die ganze Bodenplatte reshaped, das komplett neu. Also da waren also eine Stunde, so viel Zeit hätte ich heute nie mehr im Leben. Quatsch, das kannst du vergessen. Wie kann man das bitte 1000 Stunden bestimmen? Ja, damals ging das. Ja. Sehr schön.
Das ist übrigens Thomas alter Käfer. Das ist das geworden, der Thomas alter Käfer. Das ist die King of Cruising. Alter, wirklich ein Karosserieumbau. Komm, Allermeister, wie lange hast du gebraucht? Alle haben immer Suicide Doors gehabt und dann haben wir gesagt, okay, beim Käfer wäre es eine coole Sache, wenn man das auch hätte. Weil wir eigentlich schon immer US-Car-affin waren und Hot Rod. Und, ja. Ja genau, die Türen sind ja eigentlich nur vertauscht. Also die rechte Tür ist links und die linke Tür ist rechts. Dann waren schon die Scharniere halt passend und das Oberteil war dann wieder von der anderen Seite und dann die Rahmen dementsprechend so einkürzt, dass es wieder zur Linie stimmt. Die hintere sind Cocker-Reifer. Die waren schweineteuer, USK, damals. Die haben wir damals noch aus Amerika bestellt, glaube ich. Ja. Einer hat irgendwas mit 300 Euro gekostet, ja. Und die Ausbildung war das. Teuerste am Auto waren die Reifen eigentlich. Die Ausbildung war das Getriebe für uns. Also. Ja. Der Versand dann noch und alles drum und dran. Also die haben richtig Kohle geschluckt. Ja. Man kann eigentlich an dem ganzen Auto sagen, dass es eigentlich ein komplettes Lehrprojekt war, wo man halt dran gewachsen ist. Ja. Deshalb hat es auch nur jetzt gerade am Anfang halt diesen Original 40 PS Motor gehabt, und weil mehr Geld war nicht da. Ja. Aber hat eigentlich gereicht zum Spaß. Wir haben es von der Leistung her, aber wir haben sogar mal Verfolgungsjagd gehabt, weißt du noch? Ja. Wo man dachte, Polizei verfolgt uns, aber die haben uns gar nicht gesehen, weil da war es krass. Wir sind hier auf der Straße gefahren halt, ohne gar nichts. Und dann sind wir in die Nähe von der Hauptstraße gefahren und da war gerade eine große Polizeikontrolle, die halt LKWs kontrolliert haben. Und wir haben die gesehen, so durch die Grashalme, und das Gras war halt aber einen Meter hoch, das war im Hochsommer. Ja. Und wir haben es so angestrickt, wir sind weggefahren, wir haben gedacht, nur haben Vollgas, immer Vollgas. Und über die Kreuzungen. Und Auto ist hinter uns hergefahren, die haben gesagt, wir haben 120 ungefähr drauf gehabt. Ja. Also. Und das war schon so richtig heiße Nummer, da kriege ich heute noch Gänsehaut vom. Das war lustig, ja. In dem, weil das hat ja auch keine richtige Bremse und die Lenkung war schwammig und es war niemals so drauf ausgelegt damit. Nee, nee. Aber ich glaube, die haben uns bis heute nicht gesehen. Die haben nur gedacht, der war da so laut, aber haben kein Dings dazu gehabt. Kein Bild. Nee, innenraummäßig waren die Sitze eigentlich von den alten, ja, was sagt man da? Bomber, B-52-Bomber. Bomberflieger, genau, ja. Die hat immer die schönen Alusitze drin mit einer Sicke und tiefzogene Bleche. Und so Mischung auch Porsche 356, genau. Spider, die hat auch so Schale. Die waren dann flach schalemäßig und das ist auch so eine Mischung aus beiden. Ja, die haben wir dann auch selber gebaut eben. Kunststahl und Blechbogen und eigentlich ohne große Maschine. Wir hatten eigentlich gar nichts außer einem Amboss. Eigentlich hatten wir nichts, ja. Eine 3-Tonnen-Presse zum Tiefziehen. Genau, und noch nicht einmal ein Stauch- und Streckgerät oder irgendeine Rolle-Streckmaschine, einfach nur Hammer und ja. Und dann ging es eigentlich los, dass das ziemlich viele Leute ziemlich cool fanden, zumal wir halt auch jung waren und meistens nur Blödsinn im Kopf hatte, wie denn immer anzumachen und das Feuer aus dem Kummer so raus, nur 40 PS, aber hat sich halt angehört wie 500 oder? Ja. Ja, jedes Mal, wenn wir angemacht haben, standen irgendwie 50 Leute drumherum und waren direkt dabei. War immer super. Und dann haben wir das schon so richtig so verfeinert gehabt, weil wir hatten so ein Zündungsaus. Und einer saß dann drin, hat dann immer so in dem Takt die Zündung an ausgemacht und dann hat es hinten so richtig so ein Beat gegeben. Das war der Eike. Der Eike war immer mit dabei. Der war immer vorne drin, hat immer an der Zündung. Den haben wir auf dem Maikäfer-Treffer kennengelernt in Hannover und seitdem war der mehr oder weniger das Maskottchen. Achsmäßig haben wir die Vorderachse komplett selber gebaut. Das ist ähnlich wie vom Ford Modell A. Da haben wir das alles gemacht. Das war bei mir in der Arbeit, haben wir das dann ausgelasert mit einer runden Löcher vorne drin und haben dann oben und unten nur Flachmaterial drauf geschweißt.
das Ganze dann noch mit dem Brenner vorher gebogen, alles ein bisschen, dass es besser passt. Und ja, wir haben es nicht gebogen, nee. Wir haben das geschweißt und dann hat sich die Achse beim Schweißen so verzogen, dass es so eine Banane gekriegt hat. Und dann haben die Räder aber gleichmäßig ein bisschen einen Sturz gekriegt und die Achse so eine harmonische Form. Dann haben wir gedacht, dann haben gesagt, lass mal so. Jetzt hat es halt ein bisschen Sturz vorne. Eigentlich wären die Räder vorne gerade gewesen. Sollte sein. Ja. Aber da haben wir quasi dann die originale Achsschenkel wieder hingeschweißt von der Buntbolzachse vom Käfer. Aber man muss halt grundsätzlich sagen, für Leute, die sich jetzt nicht mit Hot Rod so auskennen, haben wir Hot Rod, hast du das Hinterrad als Abschluss im Prinzip und vorne muss die Vorderachse der Abschluss sein. Das kann ja dann mit Hot Rod quasi die Vorderachse weiter hinter sein wie die Front, das sieht dumm aus. Mhm. Deshalb musst du die ganze Achse vorwandern, um eben den Look zu kreieren. Wir müssen so rumtingeln, wir waren auf der XS, ich glaube, war das die erste XS oder die zweite? 2011 10 war XS Car Night. 11. XS Car Night, auch mit Sauerkraut am Stand gewesen. El Loco war dabei. Genau, dieser Beethoven Käfer stand daneben. Ja. Und dann waren wir noch immer auf der ganzen Rust and Rolls und auch hier rum, also auf Tuning Events, halt immer mit dem Trailer das Ding mitgenommen. Ja. Hier war immer so ein bekanntes Käfertreffen. Das Käfertreffen in Bad Friedrichshall. Bad Rabenau. Da waren wir immer damit. Und sonst stand es eigentlich die meiste Zeit schon nur nutzlos rum. Da hat man es mal wieder, manchmal schon mal auf dem Feldweg damit gefahren oder irgendwie sowas. Aber zum Spaß, ja. Ja, es war so, dass wir sogar mit André wollten wir mehr oder weniger, er hätte glaube ich eine Lackierung gesponsert und hätte er nach einem geschaut, der einen Turbomotor baut. Das war dann aber zu der Zeit, wo ich Meisterschule angefangen habe. Und du hast glaube auch noch andere Projekte gehabt und dann war das halt so, man hätte da jetzt so viel Stunden reinhängen müssen und neben Meisterschule und Ding und dann ist es irgendwie ins Sand verlaufen. Ja, gut, wir waren auch fertig mit Ausbildung dann und genau. Hat sich ja privat dann auch alles genau, ein bisschen weiterentwickelt. Ja. Und dann hatten wir tatsächlich schon angefangen, wir haben die Dachhaut tauscht, weil von den vielen Festen werden wir immer besoffen vom Dach rumkopft und das Dach eindrückt und ich weiß nicht, deswegen die Dachhaut ist schon tauscht, dann ist rausgekommen, dass wir damals das Dach auch leicht krumm drauf geschmeißt hatte. Schief alles, dann haben wir dementsprechend auch nochmal den Rahmen unter der Scheibe tauscht. Ja. Und wir haben nochmal 4 cm tiefer gemacht wie damals, also nochmal die Karosserie gechannelt, dass er nochmal tiefer kommt in dem Revival. Und das Revival ist halt jetzt eingeschlafen, aber jetzt haben wir wieder an dem Punkt, dass wir weitermachen wollen. Jetzt wollen wir quasi. Ja, noch 10 Jahre kann man das mal wieder machen. Jetzt haben wir uns alle so ein bisschen gefangen. Sind vernünftig geworden, haben alles geregelt und jetzt kann es wieder weitergehen mit sowas. Ja. Jetzt hat man so die Idee, dass es eigentlich, wenn man das nochmal benutzt, muss es auch irgendwie ein bisschen Nutzen haben, weil wir haben jetzt nicht mehr die Zeit, dass man für die Langeweile irgendwas macht, das gar keinen Sinn hat. Mhm. Das wäre schon interessant, den quasi, keine Ahnung, jetzt irgendwie ein Turbo drauf zu machen oder ein Subaru-Motor, oder das ist noch offen, die Motor-Turbo hinter die Reife austauschen gegen irgendwelche Hollister, diese Track-Reife. Ja. Und das Ganze dann halt so ein bisschen Variante 2, vielleicht eine Fly-Off noch rein und ein Luftfahrwerk vorne, das Funke schmeißt. Ein bisschen mehr Leistung, ein bisschen mehr moderner, ein bisschen weg von dem Red Rod, Hot Rod Gedöns. Ja. Ich würde gerne den Karosse runter machen und würde eigentlich nur den Boden nehmen und dann auf dem Boden anfangen mit einem Gitterrohrrahmen, so wie es Holy Hall macht ähnlich. Ja. Dann eine coole Aufhängung rein. Und genau, hinter neue Federung, Das haben wir richtig federt. Ja, so ein Projekt baut sich ja nicht von allein. Da müssen wir uns jetzt auch vielleicht noch bei anderen Leuten bedanken, beziehungsweise das war ja mehr so ein Gruppending. Jeder ist dann so das war das Projekt in der Werkstatt, dann sind mal wieder Leute vorbeikommen, hat mal ein Bier getrunken und so. Ja. Hat jeder mal ein bisschen mitgeholfen, jeder, wo was mit Metall zu tun hatte, mit Autos. Kam mal vorbei, hat mal, der eine hat den Motor gemacht zum Beispiel, war jetzt sein Vater. Ja. Der hat den Motor komplett auseinandergenommen und nochmal für uns neu gemacht. Dann hatte man Schweißer dabei, wie der Armin, der hat uns noch dann ab und zu ausgeholfen. Svenny hat viel geholfen, sein kleiner Bruder hat viel dabei gelernt. Und sein kleiner Bruder, der Jakob. Wir haben auch öfters mal auflaufen lassen. Ansonsten kann man noch dem Nachbar von meiner Oma danken, dass er das Auto, weil nachdem es meine Oma nehmen wollte, hat er es einfach in die Scheune gestellt. Hätte der es nicht weggestellt und gehortet, dann wäre es jetzt halt weg. Genau. Alles klar. Nee, dann danken wir euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es gerne liken, kommentieren. Wir freuen uns über alles, was ihr macht. Genau, könnt ihr kommentieren, ob ihr das Auto von früher noch kennt. Also ich finde es immer cool, wenn dann Leute schreiben so, hey, das kenne ich noch oder das bleibt mir noch gut in Erinnerung. Und ja, wenn es euch interessiert, was mit dem Auto passiert, ich denke, dass das Ende des Jahres vielleicht auf meinem YouTube-Kanal, also eine Bildserie, es wird
also als eigenes Projekt, jetzt ohne zeitliche Begrenzung, aber einfach immer mal wieder so ein bisschen Content dazu. Macht's gut. Ciao.